Illegale Mordwaffe hat Konsequenzen. Im März 2016 wurde am Nordufer ein Mord beschossen. Nun erhebt die Walliser Staatsanwaltschaft Anklage. Im März 2016 lag Nordufer auf dem Gebiet der Gemeinde Laron ein stark verwehter Tierversorger. Es handelt sich um einen Wolf, wie spätere Untersuchungen zeigten, wurde das Wildtier erschossen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis hat in der Folge ein Untersuchungsverfahren eröffnet, das inzwischen abgeschlossen ist. Sie hat nun gestützt darauf beim Bezirk die Anklage gegen eine in der Region wohnen erhoben. Wie sie am Sonntag bekannt gab, der Beschuldigte der beschuldigten Person würden neben dem Abschluss des Wolfs diverse weitere Zuwiderhandlungen gegen die Jagd und Waffen gesehen, die vorgeworfen. Es gelte die unter Es gilt die Unschuldsvermutung, heißt es weiter.